So, es geht um folgende Aufgabe. Wir haben eine Matrix A gegeben. Die Matrix A heißt 1, 2, 2, 1. Und wir suchen einen Vektor, der bezogen auf Matrix mal Vektor ein Vielfaches von sich selbst als Bild ergibt. Das ist die Grundaufgabe dessen. Also Sie haben eine Matrix A und ein Vektor x, und wenn Sie quasi die Matrix A mit dem Vektor x multiplizieren, soll ein Vielfaches eben jenes Vektors x rauskommen. Und ja, das ist jetzt die Grundaufgabe. Wir bauen das Ganze um. Wie kann man denn das hier so schreiben, dass man es auch sauber lesen kann? Ja, das ist die Matrix 1, 2, 2, 1. Also, oder mal. Also sehen Sie, ich multipliziere das einfach mal rein. Das ist x1 plus 2x2 gleich Lambda mal x1. So, das kann ich jetzt lesen. Und ja, weiter? Dann 2x1 plus x2 ist Lambda x2. Plus 2x1 plus x2. So, können Sie mir sagen, was das hier ist? Ja? Das ist mit zwei Variablen. Man muss ein bisschen aufpassen. Das Dumme ist, dass wir das Lambda natürlich auch nicht kennen. Ja, aber de facto handelt es sich um ein LGS. Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, ungeachtet dessen, dass wir das Lambda ja gar nicht kennen. Aber das ist noch mehr, was hier steht, als das. Weil das kann man nochmal umschreiben, vielleicht sehen Sie es dann. Oder vielleicht sehen Sie es auch nicht. Sehen Sie das, sehen Sie es nicht. Ja, das heißt, Sie können dieses Lambda x1 rüberbringen. Ja, ja, bitte. Ja. 1 minus Lambda. 1 minus Lambda plus 2x2 gleich. x1 plus 2x2. Ja, gleich 0. Und dieses gleich 0, das sollte Ihnen zu denken geben. Machen wir die zweite Zeile nochmal. Und dann sehen Sie, was für ein LGS das genau ist. Dann haben wir hier 2x1 plus schon wieder ein 1 minus Lambda. x2 gleich 0. Was für ein lineares Gleichungssystem ist das also? Homogen. Tatsächlich, also das ist sogar mehr, das ist ein homogenes LGS. So, ein homogenes lineares Gleichungssystem. Welche Lösung hat ein homogenes lineares Gleichungssystem immer? Das habe ich mit Ihnen gemacht im Regelunterricht. x1 und x2 gleich 0. Ja, aber das ist, wird immer von der trivialen Lösung x1 gleich x2 gleich 0 gelöst. Okay, das ist aber sowieso trivial. Ja klar, wenn ich eine Matrix mit dem Nullvektor multipliziere, kriege ich den Nullvektor raus und dann kann ich egal mit was multiplizieren, das ist eine triviale Lösung. Die ist eigentlich uninteressant. Ja, das heißt, die tut immer. Ich hätte natürlich jetzt gerne einen Vektor x, der selbst nicht 0 ist. Also jetzt setze ich an und sage, okay, das habe ich verstanden, sei jetzt x, der Vektor x, nicht der Nullvektor. So, und die Frage, wann wird dieses lineare Gleichungssystem von einem Vektor ungleich dem Nullvektor gelöst? Das habe ich mit Ihnen gemacht. Ja, Gesichtsausdruck. Ich glaub, wenn die in meinem Unterricht. Wenn die Determinante entweder ungleich oder gleich 0 war. Aber wenn die ungleich 0 ist, dann fliegt sie ja gerade, wenn die gleich 0 ist. Ja, genau das haben wir nämlich gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Das heißt, für x ungleich dem Nullvektor wird ax gleich lambda x für Determinante von, und jetzt müssen wir mal gucken, was hier von der Matrix steht. Bauen Sie aus dem Ding hier mal eine Matrix. Das ist jetzt eine andere Matrix. Wenn die Determinante von dieser anderen Matrix ungleich 0 ist. Ja? 1 minus Lambda, 2, 2, 1 minus Lambda. Jo, das ist diese Matrix. Und wenn diese Determinante, jetzt schreibe ich auch noch ungleich 0, wenn die gleich 0 ist, dann wird das für x ungleich 0 gelöst. Determinante gleich 0 hat geheißen, dass wir wie viele Lösungen haben, möglicherweise? Haben wir gemacht. Bei Determinante gleich 0 haben wir
unendlich viele Lösungen gehabt. Möglicherweise bei homogenen linearen Gleichungssystemen haben wir immer bei Determinante gleich 0 unendlich viele Lösungen gehabt. So, das heißt, wir müssen das hier fordern, die Determinante von 1 minus Lambda 2, 1 minus 2, 1 minus Lambda. Was ist denn diese Determinante? Diktieren Sie bitte. Klammer auf 1 minus Lambda im Quadrat minus 4. Und das muss 0 sein. So, und dieses Ding hier bekommt einen Namen, den Sie bereits kennen. Wie heißt er? Eigenwert? Fast. Charakteristisches Polynom. Schon wieder ein charakteristisches Polynom. Wir erinnern, das charakteristische Polynome gab es schon vorher. Und jetzt haben wir wieder ein charakteristisches Polynom, was wir 0 setzen. Ja, jetzt schreiben wir das charakteristische Polynom mal hin. Dann stellen wir fest, das ist Lambda Quadrat minus 2 Lambda plus 1 minus 4 minus 3 gleich 0. Oder Lambda 1 gleich minus 1 und Lambda 2 gleich 3. So, jetzt habe ich zwei Werte, für die diese Gleichung hier unendlich viele Lösungen hat. So, ja, und welche Frage stellt sich jetzt? Welcher Zusammenhang hat diese Anfangsmatrix mit den Zahlen minus 1 und 3? Nö, also das sehe ich jetzt nicht so. Aber jetzt ist natürlich die Lösungsmenge von den Dingen hier nicht uninteressant. Diese beiden Werte haben wieder einen Namen. Diese beiden Werte heißen, Überschrift, Eigenwerte. So ist es. Das sind die sogenannten Eigenwerte. So, und jetzt setzen wir zum Beispiel mal das Lambda gleich minus 1 ein. Wenn ich Lambda gleich minus 1 einsetze, dann erhalte ich folgendes lineares Gleichungssystem. Ich kann direkt in das hier hinten gehen. Wenn Sie möchten, kann ich natürlich auch ins vordere gehen, aber dann rechne ich diese Rechenwege hier nochmal. Und da erhalte ich 2x1 plus 2x2 ist gleich 0. Und in der zweiten Zeile steht exakt das Gleiche da. So, und ja, gucken wir uns das mal an. Was kommt da raus? Ja? Ich x1 ist gleich minus x2. Oder wir können den Vektor x auch so darstellen als minus x2, x2, so wie Sie das gerade gesagt haben, oder x2 mal minus 1, 1. Das ist jetzt unser erster Eigenvektor. Das nennt man jetzt Eigenvektor zum Eigenwert minus 1. Das ist der Eigenvektor zum Eigenwert minus 1. So, und jetzt Ihr Job ist es, den Eigenvektor zum Eigenwert 3 rauszufinden. So, wir wollen das jetzt zu Lambda gleich 3 rechnen. Jetzt mal kurz gucken, ob das alles stimmt. Habe ich richtig gemacht. Gut. Wir wollen das jetzt zu Lambda gleich 3 rechnen. Ja, das heißt, dann muss ich hier 1 minus 3 und dann kriege ich hier minus 2x1 plus 2x2 gleich 0 raus. Unten genau das gleiche mit Minuszeichen vorne. Und dann erhalte ich als Gleichung x1 gleich x2 oder als Eigenvektor x1, weil der x2 gleich x1 ist, das x1, x1 oder x1 mal 1, 1. Ja, und das bedeutet, wenn Sie jetzt hergehen und zum Beispiel die Matrix A multiplizieren mit dem Vektor 1, 1, dann erhalten Sie oben das mal dem plus das mal dem, also 3. Unten das mal dem plus das mal dem, also auch 3. Da kriegen Sie 3, 3 raus und das ist genau 3 mal 1, 1. Und das ist der Eigenwert Lambda. So, das heißt, das sind Eigenwerte einer Matrix. Und wie gesagt, zum Eigenwert minus 1 sieht es genauso aus. Wenn Sie jetzt den 1, 2, 2, 1 multiplizieren mit dem Vektor minus 1, 1, dann erhalten Sie hier die 1, das mal den plus das mal den und unten das mal den plus das mal den, die minus 1 und das ist genau minus 1 mal
minus 1, 1 wieder der Eigenwert. Okay, also das wäre jetzt ein Eigenvektor, ein Eigenwert. Und jetzt dürfen Sie mal selbst nochmal einen Eigenwert und Eigenvektor rechnen. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich Ihnen einen netten